Servus miteinander. Bei meinem dritten und vorletzten Teil meines Videos Abenteuer Karnische Alpen geht unsere Fahrt nach Saps. Saps ist ein ganz kleines Bergdorf, das zwischen den Ortschaften Dordola und Studener Alter liegt. Es macht immer wieder Spaß, ein bisschen Offroad zu fahren. Eine uralte Brücke gibt uns einen Grund, um eine kurze Pause und ein paar Bilder zu machen. Wir biegen auf der Bundesstraße 112 ab und fahren auf einer kurvenreichen Straße zur Ortschaft Saps hoch. Wenn man in Saps oben ankommt, muss man an einem kleinen Parkplatz, der sich in der Ortsmitte befindet, parken. Zu Fuß kann man dann über einen alten Militärweg, der serpentinenmäßig und steil nach oben führt, zu einem alten Bergwerk gelangen. Der Aufstieg dauert etwa 2 Stunden. Oben angekommen, kann man noch alte Mauerreste und Häuserruinen sehen. Die alte Militäranlage sowie alle Militärwege in der Gegend um Saps gehörten zum Komplex der zweiten Linie des Teilsektors Alter Wall und wurden 1916 bis 1917 gebaut. Alleine schon die schöne Aussicht von hier oben lässt einen schnell den mühsamen Aufstieg vergessen. Es war heute wieder ein schöner Tag und wir freuen uns schon auf die nächste Tour. Es wäre sehr schön, wenn ihr bei meinem vierten und letzten Teil meines Videos Abenteuer Karnische Alpen wieder dabei sein könntet.